In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werden nach Mitternacht zahlreiche TV-Sender kein Signal anzeigen, weil in der Nähe von Frankfurt eine wichtige Glasfasertrasse verschwenkt wird, über die viele Programme laufen, wird es dort stundenlang nur ein Störbild zu sehen geben. Betroffen sind Satellit, Kabel-TV und auch IPTV. Die Verschwenkung soll zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens stattfinden. Bei den Arbeiten müssen hunderte von haarnadelgroßen Glasfaserleitungen an zwei Stellen aufgetrennt und mit dem neuen Kabelbündel wieder verschweißt werden. Vom Ausfall betroffen sind nach Informationen des Fachblatts Digitalmagazin unter anderem die Sender RTL, RTL 2, NTV, Vox und Kabel 1.